Und du stackst halt nicht den CC. Jawohl. Und wir sind auch einen offenen Gangplank, weil wir sind auch einen offenen Lulu. Und jetzt wird aber erstmal Corki gesichert. Auf der anderen Seite. Corki First Pick und auf der anderen Seite sehen wir direkt Braum. Das ist kein Geheimnis, aber immer wenn Braum offen ist, dann pickt den Hybrid. Wurde aber der Gangplank offen gelassen und da hatten wir gerade drüber gesprochen. Diesmal sichert sich G2 Gangplank und Perks hat da ja seine Meinung schon gesagt, so wenn. Man darf auf der blauen Seite Gangplank im Normalfall nicht offen lassen und Redside Gangplank Pick. Ist immer ziemlich gefährlich. Mal gucken, ob H2K irgendwas hat, worauf sie antworten können. Ansonsten. Ich meine, im Optimalfall, wenn man auf der Blue Side den Gangplank offen lässt, dann pickt man eben für die Midlane und für die Toplane einen Champion, der den Gangplank richtig fertig machen könnte. Wo stellt man ihn dann hin? Jungle Gangplank. Auf der Red Side Gangplank zu kriegen, ist immer so eine Sache. Ja, ja. Also würde jetzt hier noch irgendwie. Es ist schon nicht schlecht. Also, mir gefällt das definitiv gut, aber man muss halt auch sagen, H2K hat jetzt den Corki. Kann jetzt erstmal mit der Poppy und einer Nidalee oder sowas countern, denke ich. Poppy ist ein guter Flexpick, so das ist keine Frage. Wird normalerweise auf die Toplane gestellt. Und da kann man erwarten, dass Jankos jetzt sich irgendein Early Game Jungler krallt. Nee, Jankos muss hier Nidalee nehmen, eigentlich. Ja. Müssen tut er gar nichts, aber im Normalfall ich finde, Nidalee ist zu gut, um sie nicht zu nehmen. Do it! Nein! Da! Ich finde einfach. Anscheinend haben sie irgendeinen Plan. So, eventuell ist Lee halt so ein bisschen. Ja, wobei der. Also, Nidalee gegen Braum, aber im Early Game spielt das halt keine Rolle, ob da ein Braum ist oder nicht. Lee Sin ist kein schlechter Pick, will ich nicht sagen. Es ist nur meiner Meinung nach ist Nidalee einfach nur zu stark, um sie nicht zu picken. Die Koreaner machen es vor, die gehen damit so sehr ab. Ich denke, Nidalee ist einfach zu stark. Aber wie gesagt, wir werden sehen, wie er auf dem Lee Sin performt. Auf der anderen Seite, jetzt hat die 2 vielleicht die Nidalee. Ja, man wird sich jetzt auf jeden Fall auch einen Jungler packen, um sich den Last Pick frei zu halten und auf der anderen Seite dann halt den AD Carry. Ja, genau. Man kann sich jetzt aussuchen, welchen AD Carry man spielen will. Man weiß auf Seiten von Selfie noch nicht, ob der Corki in der Midlane oder auf der AD Carry Position ist. Wird man aber noch sehen. Ich gehe mal stark davon aus, was wird sich Emperor da holen. Entweder Caitlyn oder Ezreal. Wird mir, wenn ich ehrlich bin, gut, das ist so eine Frage. Forgiven auf Ezreal hat halt nicht wirklich gut ausgesehen und wenn man die Caitlyn nimmt. Er geht auch kein Blue Build mit Ezreal. Wenn man die Caitlyn nimmt, was bleibt Forgiven als AD Carry dann noch übrig? Sie können. Ja gut, sie können den Corki einfach auf die AD Carry Position stellen, aber an der Stelle ist es halt sicher, ne? Jin. Jin confirmed. Das wird nicht passieren, nicht bei Forgiven. Ja, wahrscheinlich nicht. Der spielt ja auch keine Kalista, ne? Forgiven spielt keine Kalista. Punkt. Man muss ja mal Prinzipien haben. Ja. Sagt er. Kommt mir nicht ins Haus. Nicht in die Tüte. Oh, sorry, das war gerade mein Fehler. Ich dachte, Forgiven hat Ezreal gepickt und der geht kein Blue Build, aber natürlich Emperor geht Blue Build. Ansonsten? Ich denke, hier wird einfach eine Kalista. So. Welcher? Eine Caitlyn. Was bleibt denn? Ja, wobei, ich hab's ja gerade selber schon gesagt. So, der Corki wird wahrscheinlich dann nicht in die Midlane gehen oder sie picken die Caitlyn. Ah, da kommt die Caitlyn. Caitlyn und dann für die Toplane die Quinn vielleicht? Ist das eine Möglichkeit, weil sie sich dann. Du hast halt jetzt. Wenn sie halt die jetzt Quinn picken, dann stellen sie sicher, dass der Gangplank nicht auf die Toplane geht. Ja, und du hast jetzt 3 AD Carries. Das heißt, also ein Corki kann in der Midlane natürlich den Gangplank auch ziemlich einheizen. Genau. Also, du hast jetzt wirklich diese Triple AD Carry Comp und AD Carries sind im Early Game der schlimmste Fight eines Gangplanks. Aber das ist ein Midlane Gangplank. Perks hat sich gestern ja auf Twitter dazu geäußert. Wieso haben sie den Gangplank offen gelassen? Und jetzt pickt er ihn selbst. Mal sehen, wie er damit performen wird. Ich bin gespannt. Bei H2K, Stichwort Magic Damage, ist das genug? Reicht euch das? Auf Corki definitiv, denke ich. Auf jeden das Fall. Problem, das große Problem ist, dass wir einen Malphite haben gegen 3 AD Carries und das kann ziemlich bitter werden. Wobei Corki da ja ein bisschen anders tickt. Also, das wäre natürlich der Worst Case, wenn H2K sich jetzt mit allen 3 AD Carries von Malphite treffen lässt. Das wird wahrscheinlich nicht vorkommen, aber es kann halt passieren. Von daher, bin gespannt, ich sehe. Es ist Splitpush gegen Teamfight im Endeffekt, ne? Und die Nidalee unterstreicht das Early Game so ein bisschen. Wenn ich jetzt meinen Tipp abgeben müsste, ich würde sagen, die 2 die Kombination gefällt mir am besten. Sie haben Nidalee und sie haben Gangplank. Ich halte von den Triple AD Carries auch überhaupt nichts, vor allem, weil die. Ja, die Caitlyn würde im Midgame erstmal so ein bisschen abfallen. Es kommt auf den Siege drauf an. Im Normalfall wollen sie hier wahrscheinlich zu 4 Siegen und die Quinn zum Splitpushen schicken, was gegen den Malphite ein bisschen schwerer ist. Vor allem als Quinn, hat man ja gestern schon gesehen. Wenn die Quinn, ich hoffe, dass sie die Quinn einfach mal richtig spielen
und mit ihr nicht versuchen zu teamfighten. Aber mir gefällt die Comp von G2 auch besser, weil sie wesentlich simpler ist zu spielen. Gut. Als die von H2K. Eure Tipps da draußen und eure Wünsche für dieses Match könnt ihr ins Hashtag LCSGR auf Twitter schreiben. Da würden wir uns natürlich riesig drüber freuen über euer Feedback und weitere schöne Bildchen. Und ich gebe euch jetzt ab hinüber an die Herberge der Caster, die schön auf euch aufpassen und das Spiel leiten. Maxim und Sola in dieser nächsten Partie. H2K gegen G2. Viel Spaß. Yay, wir sind am Start und mal sehen, wie hier das Spiel ausgeht. Das gute H2K wird gegen Gamers 2 antreten und die Frage ist, kann Gamers 2 nachziehen und den Platz 1 streitig machen oder zieht H2K davon? Ja, wird keine einfache Kiste, Triple 80 Carry Comp, dafür haben wir entschieden. Ich bin ja der größte Quinn-Fan. No? Und ja. Ja, vor allem mit Starbucks, oder? O-Perks, schon mal AFK. Kann man machen. Prinzipiell finde ich hier die Wahl, dass man Corki als einzige AP-Quelle hat, gut, weil ich mag es immer nicht, wenn man Corki in einem AP-Heavy-Team spielt, denn die Gegner stacken ja mehr. Es hat eben funktioniert mit Steelback, aber er hätte es trotzdem viel, viel leichter haben können, wenn er der ein oder andere AD-Champ noch dabei gewesen wäre. Und Malphite, ja. Malphite ist zwar super stark gegen AD-Carries und Corki ist eine Art AD-Carry, aber vom Schaden her wird er hier mit der Rüstung natürlich nicht viel blocken. Wir sagen es immer wieder, Corkis Damage ist zu 70% Magic, gerade in Richtung Late-Game geht immer mehr seines Schadens in Richtung Magisch. Und dementsprechend, ich meine, interessant, wie Kikis hier itemized und generell kann das Game hier wirklich bei beiden Seiten sehr, sehr schnell snowballen. Würde ich sagen, bei H2K noch härter, weil sie Corki, Quinn, Lee Sin, Poppy haben, als bei G2, weil sie mit Gangplank Ezreal sowieso ein bisschen scalen wollen. Aber das ist jetzt immer ein interessanter Mogot, der Facecheck. Das habe ich noch nie gesehen, aber Hybrid ist dazu tank, jeder raus. Wow, und den Tri-Brush da unten zu warten, das ist definitiv sneaky. Also war jetzt im Endeffekt nur ein bisschen Damage, keine Summoners, nichts geburnt, der Gromp wird gemacht, also Counter-Jungle-Move hier quasi. Aber Forgiven ist etwas spät auf der Lane, er wird wahrscheinlich keinen Vasallen verpassen. Na? Aber man könnte ihn hier so ein Stück weit zone, aber das trauen sie sich nicht bei der wenigen HP. Interessante Entscheidung. Das Ding ist, Hybrid hat natürlich Relic Shields, wird hier höchstwahrscheinlich keine Pots. Naja, einen Pot hat er verwendet. Es ist ein kleiner Vorteil, aber gerade auf der Botlane, da sind diese kleinen Vorteile doppelt und dreifach entscheidend, weil sie ja meistens immer zwei Spieler beeinflussen. Wir erinnern uns immer noch dieses Jungle Monster, die Golems oder eben der Gromp kann extrem viel Einfluss haben. Ein Pot weniger zu haben auf der Botlane kann auch schon mal entscheidend sein. Gerade auf so einer Sustain-lastigen Lane. Gerade gegen Poke, vor allem auch gegen Caitlyn. Du wirst schon mal auto-attacked und... Oh, er hat ihn noch gekriegt. Einigen, jetzt haben wir kurz gesehen, wohin die Pässe von der guten Poppy landen wird. Das war in hoher Regelmäßigkeit. Ezreals Gesicht ist das Ziel. Zwar einen hohen Cooldown, trotzdem ist es eine Kombo aus magischen, normalen Schaden. Hier sieht man Selfie. Aber auch schon keinen schlechten Damage. Ich bin gespannt, wie Perk sich macht. Zum ersten Mal mit GP hier unterwegs. Er ist ja ein sehr, sehr verspielter Mensch. Bin gespannt, ob er Gangplank auch so innovativ spielt, wie er es mit Corki getan hat. Ich habe das Gefühl, dass er, seitdem er gezeigt hat, was Corki fähig ist, nur noch gegen ihn spielt. Ja. Das ist die Wahl. Man bannt ihn entweder oder man First Ping selbst und G2 hat anscheinend nicht genug Respekt vor dem Corki First Pick, als dass sie ihn selbst bannen wollen. Finde ich zum einen nachvollziehbar, denn man weiß langsam, was Corki kann, kann es besser einschätzen. Gerade Perks weiß natürlich perfekt, wie er in der Midlane gegen diesen Corki spielen muss. Aber auf der anderen Seite, was bringt es dir, wenn du gegen einen Champion spielen kannst und er trotzdem OP ist? Ja. Und wenn wir ehrlich sind, ist Corki momentan wahrscheinlich einer der stärkeren Champions in der League. Und bin mal gespannt, inwiefern Selfie jetzt hier dann die Lane carrying kann. Er hat Exhaust mitgenommen, um da sicherer gegen Gangplank zu stehen. 30% weniger Schaden auf den Fässern macht sich schon bemerkbar. Aber auch das Ignite wäre durchaus tödlich gewesen oder hätte tödlich sein können für Perks. Gerade im Early Game. Er hat keinen sonderlichen Escape gegen Selfie. Das heißt, wenn Selfie einmal in einer guten Position ist, um vielleicht auch mal eine Valkyrie nach vorn zu machen, dann kann er hier Perks ganz schnell auch einfach mal auf der Lane im 1 gegen 1 abholen. Ich finde aber TP viel besser. Auf Gangplank. Ja. Ja, das sowieso. Ich meine, das Selfie gerade. Ignite anstatt Exhaust eventuell. Ja, aber man muss aber bedenken, er ist ja zu super viel Schaden in der Lage. Exhaust ist im Late Game 10.000 Mal stärker als Ignite, keine Frage. Und das ist wahrscheinlich der Punkt. Perks wird mit Gangplank safe spielen, der wird einfach nur farmen. Und Selfie wird Gleiches tun, hat dann dafür aber im Late Game, wo Perks das TP hat, was brutal stark ist, selbst natürlich das Exhaust, was auch extrem wichtig sein kann. Jinkos zieht's hier durch. Er ist ein Level niedriger und ist der counter-jungelt. Ich einer der aber Trick ist nahezu Ja, aber in der Katzenform ist das egal. Zack, jetzt aber das Q gesetzt. Thunderlord nicht getriggert.
da. Oh, der Trick. Der lässt sich nicht veralbern. Jankos hat jetzt sehr viel Zeit da verbraucht. Und ist immer noch ein Level im Nachteil. Sein Gromp ist jetzt wieder da. Geht jetzt auch sofort hin. Ja, ist die richtige Entscheidung. Er muss nochmal das Level nachziehen. Und dann kann er schön seine Machete ausbauen. Denke ich da total in Ordnung. Aber sonst haben wir ja wieder mal ein ganz normales Spiel. Das heißt, kein Laneswap. Jeder ist auf seiner Position. Das bedeutet, es ist normal. So, da haben wir erstmal Kikis dominiert. Quinn ist ein Lane-Bully und Malphite wird sich das gefallen lassen. Wahrscheinlich noch bis Level 9 oder so. Danach wird es schmerzhaft für den Vogel. Denn Vogel gegen Stein, da gewinnt der Stein fast immer. Ja. So, natürlich ist ein... Das ist ein altes Kindergarten-Sprichwort. In Russland ist das normal. Ja. Also da... Da gibt es ja auch immer diese... Da gibt's nicht, in Deutschland gibt es ja diese Stacheln, damit da Tauben zum Beispiel nicht in den Bahnhöfen entspannen. Bei uns gibt es so Automaten. Da wirft man die einfach mit Steinen ab. Ja, quasi. In Russland gibt es so Automaten, kaufen. Da kannst du drehen wie hier Kaugummis und hast du die Steine und bewirfst die. Genau. Das ist so eine Art Nationalsport dann da auch, ne? Ja, gibt es übel gute Steinwerfer. Ja. Kleine, große. Nicht schlecht. War ja auch im Gespräch, ob das eventuell olympischer Sport wird. Ja, aber da hat Greenpeace gesagt, nee. Also Tauben sind nervig, aber die müssen trotzdem schützen. Ja, genau. Die Steine, die haben ja auch Gefühle. Ja, die Steine, die sind gut. Go. Jankos muss jetzt ein bisschen Eigenmedizin schlucken. Der Counter-Jungle is real. Das Q sitzt, wenn er jetzt erst... Oh, da kommt aber das Selfie-Trick! Seine Krallen! Oh, er kriegt ihn! Und er kriegt den Kill und somit auch das Dangerous Game. Stark gemacht von Selfie. Perks konnte da nicht helfen. Klar, die Ultimate kam da nochmal kurz durch. Aber es war nicht genug. Jankos, der ist der First Blood Jesus. Kriegt das einfach jedes Mal. Oder ist zumindest dran beteiligt. Wahnsinn. Brutalste Quote. Brutalste Quote. Sehr schön gemacht. Ja. Dann sehen wir es nochmal. Jankos wird vom Mord gespottet. Trick hat wieder ein Level mehr. Zieht sich hier auch erst zurück. Denkt sich dann aber, nee. Ist eigentlich gut gemacht gewesen wirklich. Der Ward spottet ihn da. Jankos mit einem wichtigen Ward-Jump. Sonst hätte der Schaden von B auch ausgereicht. Dass hier die Gangplank-Ult kommt und der Flash von Selfie natürlich. Oh, das hin und her geflasht. Wenn die Katze ihre Krallen nicht trifft, ist halt drin. Ja. Zweimal gedodged. Das hätte mit Sicherheit gereicht. Stark so, gemacht von Jankos definitiv. Nicht überragend, aber Trick gibt nicht auf. Macht hier weiter bei Odo Amne. Der hat bereits das Flash draußen, weil Kikis geultet hat. Oh, ganz stark! Oh mein Gott! Das war mechanisch göttlich, aber Trick kriegt noch den Kill. Der Auto-Tag von Odo Amne nicht ganz durchbekommen, sonst wäre Trick höchstwahrscheinlich noch gestorben. Trotzdem extremst gut gemacht hier. In den wieder, Jump angesprungen. Wieder den Jump gecancelt. Das kann man auch mit Lee Sin machen und mit vielen anderen Champions noch. Schön gemacht, leider nicht dafür belohnt worden. Sehr, sehr ärgerlich. Wichtig aber für Trick, mit Nidalee musst du im Early Game dominieren und 0-1 ins Spiel zu starten, ist für viele Nidalees eigentlich schon ein Todesurteil. Ja, aber er hat das Ganze jetzt umgedreht. Natürlich mit Kikis Hilfe, der vorher das Flash forciert hat, dank seiner eigenen Ultimate. Ist hier Hybrid, sehr aggressiv, bemüht sich da natürlich die Lane nicht schwach aussehen zu lassen. Forgiven, gewohnt vom Farm her. Etwas überlegen, aber man muss doch Emperor loben. Ist hier definitiv stabil dabei. Nur mit Lane, na, Selfie... Nicht nur den Kill mehr, sondern auch Jankos. Farm. Der gerade den Blue gesteelt zusammen mit Selfie. Trick jetzt wieder bedroht. Level 7 Corki. Perks kommt aber dazu mit den Fässern. Die dauern jetzt natürlich von den Ticks her ziemlich lange. Perks mit dem Team an die Wand geballert und down. Stark gemacht. Trick jetzt ebenfalls von Odo Amne abgeholt mit dem TP. Schön gemacht. Kikis hat es nicht zur Verfügung, konnte nicht helfen. Und die haben die Kontrolle im Jungle vom Jankos. Wieder super stark, sein Call und er hat's durchgezogen. Und Selfie wieder einen Kill gegeben. Corki zufrieden. Perks weiß es am besten. Ja, das ist nicht 2-0 Corki mit 16 Farm mehr. Selfie macht sich hier wirklich als Rio-Ersatz makellos. Hat ja, nachdem er da die ganze Meet Your Makers-Geschichte hatte, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, wieder ein Pro-Team zu finden. Ist jetzt offiziell der Sub von Echo Fox, aber macht hier wirklich einen richtig, richtig guten Job. Da sehen wir es nochmal. Der Blue Buff wird gesteelt, Trick dann ziemlich aggressiv, die Ezreal-Ult. Die trifft dann vor allem auch Jankos. Oder was? Selfie? Ich glaube, das war Selfie. Oder? Da kommt die Ezreal-Ult, genau, Selfie. Also sieht gar nicht mal bad aus, aber der kickt dann hier. Hat Perks Schicksal besiegelt, schön nochmal von Wanda, der Flash Engage und Trick. Wird dann von dem Teleport von Odo Amne auch nochmal abgeholt. Sehr, sehr gute Koordination generell hier einfach nur von H2K. Schön gemacht, sind jetzt damit schon 1500 Gold vorne und wir haben es angesprochen. 2-0 Corki, jetzt schon die Sword Boots am Start. Ja. Muss sofort wegflashen, der Perks. Ist sein einziger Escape. Und er kann einfach jedes Mal auf ihn drauf, ne? Das ist halt für ihn überhaupt keine Gerade mit dem Exhaust. Selfie könnte jetzt wirklich einfach jedes Mal, wenn er auf die Lane ist, einfach nur seine Valkyrie ins Gesicht von Perks setzen. Und würde den Trade sowieso gewinnen, nur wegen den Item-Unterschieden, aber durch Exhaust sicher.
Er muss nur schauen, dass er vorher die Früchte rausbekommt. Ja, weil das trickt er kann natürlich das Exhaust ein Stück weit entfernen und ist wieder schnell. Das stimmt. Der Schaden ist aber trotzdem reduziert. Ja. Kann man eigentlich mit dem QSS Exhaust entfernen? Ja, komplett. Das ist komplett gestört. Mit Clans ja auch. Gestörtes Item. Odo Amne, nun bombardiert. Zack, Kiki, keine sofort Chance. Dazu und Riff. Kikis nimmt den Kill auf Trick. Wäre besser gewesen wahrscheinlich, aber schön gemacht. Vor allem für Perks sehr wichtig, er kriegt somit die Free Assists. Und kann natürlich vom Gold her so ein Stück weit nachziehen. Man muss ja immer noch bedenken, er ist Gangplank, er hat durch das Q schon mehr erwirtschaftet. Obwohl Selfie natürlich hier mit 20 Farm Vorsprung jetzt brutal gut dabei ist. Auch kein TP, wird jetzt hier ordentlich Schaden am Turm anrichten. Ja, Trick kann unmöglich gegen ihn verteidigen, er ist jetzt weiter hinter ihm. Selfie macht das Ganze perfekt, er nutzt seinen Vorteil optimal aus. Tower kriegt ordentlich viel Schaden, Speer verfehlt ganz knapp. Auf der Botlane sieht das ebenfalls gut aus. Caitlyn hier auch 20 Farm vorn. Gerade aber gut Poke erhalten. Emperor allerdings auch. Der Sustain bei beiden durch das Relic Shield ein bisschen gegeben. Letzter Pot wurde benutzt von Emperor. Hat sich auch sehr, sehr früh hier eine Stoffrüstung geholt. Einfach nur, um ein Stück weit tankier zu sein. Und er kann es ja später ins Iceborne Gauntlet verwandeln. Aber der Mitteturm, der könnte jetzt hier gleich fallen. Perks hat natürlich als einzigen Waveclear seine Fässer. Und die kann hier Selfie wunderschön nur die ganze Zeit kaputt machen. Perks schon wieder halbiert. Der kommt gerade erst frisch aus der Base. Ist hier weiterhin 20 Farm hinten, muss seine Orangen nur als Heal benutzen. Und ich glaube, mehr als 2-3 Waves wird der Turm hier nicht aushalten. Und da wird auch Trick wenig machen können. Selfie hat Flash, er hat Exhaust. Das Clear-Potenzial auf ihm ist non-existent. Ja. Das wird sehr, sehr schwierig werden. Sicherlich Nidalee und er würden genug Schaden anrichten. Aber das ist in dem Moment halt nicht genug. Sehen wir, der Tor ist weg. Ja, er nimmt den noch 2 Auto-Takes. Oder ein okay, oder 3. Kann man machen. Er nimmt den auseinander. Sehr gut gemacht. Selfie macht sich immer besser. Also H2K ist nicht umsonst auf Platz 1 und Selfie hat einen stabilen Beitrag geleistet und nach wie vor müssen wir sagen, er ist der Ersatzspieler. Das ist das Ding, macht hier einen richtig guten Job. In allen Spielen ist er gut dabei gewesen. Sein Jace-Spiel fand ich war okay, mittelmäßig, aber die anderen Spiele alle top-notch jetzt hier auch wieder. Zwischen 30 war mehr. Wenn man im 1 gegen 1 den Mitteturm holen kann, ohne sonderlich viel Einfluss von Jungler oder so, dann ist das schon wirklich, wirklich gut. Und die Frage ist, inwiefern kann H2K diesen Vorteil jetzt noch ausnutzen? Top-Lane-Rotation erfolgt. So, du haben bisher natürlich von G2 brutal gefokust worden. Vielleicht bekommt er jetzt ein bisschen Fokus von seinem eigenen Team ab. Ist hier deswegen auch 10 Farm hinten. Ist aber, glaube ich, verkraftbar. Dafür, dass er hier schon zweimal gedeicht wurde, nur 10 Farm hinten zu sein. Ich denke, damit kann er leben. Er ist aber 2 Level hinten. Das ist schon schlimmer. Und gerade Level 11 ist für Morfeld nochmal eine ganz gute Schadensspitze. Was die Ultimate und so weiter angeht, wo ja Odo Amne im Prinzip gar nicht profitiert. Seine Ulti, yay, sie ist billiger. Aber sonst wenig Einfluss. Hat jetzt auf dem Augenmodus fertig. Das ist eine ganz stabile Waffe. Kikis macht viel magischen Schaden, auch wenn er sein W aktiviert. Ist das alles Magic Damage, der drauf gerechnet wird. Also eine Wunderwaffe. Hinzuzählen muss man auch das Sunfire. Hat es hier clever gemacht. Ultimate vorne Emperor geht nochmal durch. Er hat wenig Mana jetzt. Wollte ein bisschen aufpassen. Will hier nicht übertreiben, sondern will hier wahrscheinlich nur die Vasallenwelle. Aber das ist halt so witzig. Na, HK ist trotzdem schneller. Obwohl sie ohne Ultimate das Ganze hier bewerkstelligen konnten. Ja. Der Ultimate, der hauptsächlich auch durch den Grundschaden potent. Bei Forgiven sind die AD-Werte, die den Wave Clear ausmachen. Trotzdem, bis auf die paar Dives ein sehr entspanntes Spiel. 2000 Gold ist H2K hier vorne und ich glaube, das hilft H2K ein Stück weit schon. Nidalee fällt gerade brutal ab. Er geht Richtung World of Ages, hat aber noch nicht mal den Katalysator fertig. Also vor. Wenn jetzt hier nicht noch 2-3 Kills passieren, wird der vor Minute. Oh, das war sauber. Schön. Das war extrem schön. Wirklich gut berechnet, wie viel Schaden sein Speer da anrichtet. Oh, das war nicht so schön. Das mit dem Walljump müssen wir noch üben, aber das ist okay. Hauptsache den Blue gekriegt, das war die Hauptsache. Kiki sitzt dabei den Turret zu bedrohen und da seht ihr es mal. Die Armor-Werte, die sind einfach lächerlich. Er macht fast keinen Damage, obwohl der Turret ebenfalls noch geschossen hat. Ja. Also Kiki ist wieder mit seinem guten alten Morfighter dabei. Hier wartet man schön. Und 40 extra Gold. Also es ist ein Kanon-Minion, das ist halt echt praktisch. Und wenn ein Champion in jeder Wave ein Kanon-Minion hat, das keinen Schaden macht, ist ganz gut. Extra, ja. Das ist wirklich, wirklich gut. Dementsprechend kann er diesen eigentlich ziemlich deutlichen Gold-Nachteil auch zumindest ein Stück weit ausgleichen. Natürlich nicht voll und ganz. Selfie hat seinen Trinity Force zusammen mit einem Dorans und den Schuhen schon fertig, während Perk sich dann noch ein bisschen zusammensparen muss. Also der Unterschied, der ist schon da. Ich denke, der wird jetzt so knapp 1000 vielleicht ein bisschen weniger betreffen. Oder haben wir nicht geportet zum Turret, das heißt, diese wird auch fallen, da wird er zu spät kommen. Ja. Ist ärgerlich, wobei es könnte sogar knapp werden. Ich glaube, Kikis wird ihn jetzt hier einfach face-tanken. Das Blenden bringt ja nichts. Nee.
Exakt. Gemacht. Das Problem wäre natürlich, hätte er hier TP benutzt, dann wäre der TP-Vorteil auf der Botlane gegeben und das willst du gerade gegen den Malphite natürlich nicht haben. Caitlyn hat, beziehungsweise hat Quinn, kann sie mit dem E-Teleport abbrechen? Oh Gott, Speer ging daneben. Knock-up jetzt ebenfalls da. Kann Quinn mit dem E-Malphite-Teleport abbrechen? Ja, das ist ein kleiner Knockback. Dann hätte ich hier vielleicht sogar die TP-Wahl genommen, also oder um dann die Tower zu TPen. Weil, wenn er da in der Lage ist, dann muss er eigentlich nicht so viel Angst haben natürlich, außer er macht den Source und chased nicht. Aber die Tower ist verkraftbar, ist halt ein bisschen Global Gold, der Top-Lane-Turm nicht annähernd so wichtig wie zum Beispiel der Mid-Lane-Turm, den Selfie hier holen konnte. War trotzdem ein bisschen schade. Die ganzen Dives, die haben hier ihre Spuren hinterlassen auf der Top-Lane. In der Bot-Lane bringt man schon so ein kleines bisschen. Kikis ist da immer wieder bereit. Oder tut so. Vielleicht will der Rodam eine baiten. Im TP. Also TP't und bleibt auch mit der Kamera bei sich. Aber sehen wir hier nicht. Lee Sin ist in der Nähe. Aber man darf halt auch nicht vergessen, Lee Sin macht natürlich auch gegen Rüstungsstile non-existenten Schaden. Der Grundschaden von Lee Sin ist nicht schlecht, aber gegen den Tank. Ja, ich glaube, sie sollten sich dann eher darauf verlassen, dass sie wissen oder das ahnen, dass Trick dazukommt und einfach die Katze umballern. Weil die hält wirklich nichts aus. Da sollte das eigentlich ganz so gut funktionieren. Aber ich finde Toplane zu fokussieren. Also ich finde es okay, wenn H2K Toplane fokussiert, weil Odoamne reinkommen soll. Aber du kannst weder Kikis schwächen, noch ihn massiv stärken. Dass er 1-0-1 steht, ist definitiv etwas Feines. Und wird eine Triple AD Comp auf jeden Fall bedrohen können. Aber Prioritäten sollten halt woanders liegen. Die Farm in der Mitte ist auch mittlerweile echt nicht schön. Botlane genauso. Botlane auch 30 mehr. Das ist mit Caitlyn aber Standard. Mit Caitlyn musst du 30 Farmen vorne, sonst verlierst du quasi die Lane. Das ist so vor allem auch die Variante von Emperor, dass er nicht Mana Mew geht. Was ich persönlich gut finde. Ja, ich persönlich bin auch der Fan davon. Du stackst das Ding schneller, denn was viele nicht wissen ist, die Träne regeneriert passiv ein Mana alle paar Sekunden. Das macht Mana Mew nicht mehr. Du hast den Vorteil mit Mana Mew, du musst quasi nicht Q machen, um Procs zu bekommen. Aber dieses eine Mana kann natürlich auch in der Base, pockt auch in der Base und so weiter. Und Iceborne so früh zu haben, ist vor allem gegen die Caitlyn wichtig, weil die Rüstung, wir sprechen es oft an, geht, wenn du das Iceborne einmal fertig hast, brutal in die Höhe. Und jetzt 60 Rüstung mehr zu haben gegen den Poke von Forgiven ist enorm wichtig. Ja. Ja, natürlich auch. Die extra AD hätten auf der Lane sowieso nichts gebracht. Traden kann man hier gegen Caitlyn Poppy sowieso nicht. Ja. Und Perks will man hier in aller Ruhe. Also man bremst natürlich die Botlane dadurch aus. Perks kann in aller Ruhe farmen und. Wartet ja. Trick hier immer noch? Hoppala! Schon einiges an. Damage! Flash forciert. Ultimate ist aber auch draußen. Selfie kann sich hier mit beiden an. Wenn die nebeneinander stehen, dann sterben halt beide gleichzeitig. Jetzt aber das TP. Odoamne, wie schnell ist der? Oh, die Flashes werden hier forciert. Kommt dann nochmal weg. Na, schwierig jetzt zu beurteilen. Selfie hat auch alle Beschwörerzauber verbraucht. Also Odoamne TP war im Endeffekt komplett nutzlos. Hätte er hier die Toplane weiter gepusht, dann wäre er jetzt im Umzug vielleicht in der Lage gewesen, den Tower zu pushen. So aber Flashes, TPs etc. rausgehauen, kein Kill gefallen. Kann man, glaube ich, seitens G2 verkraften, weil sie natürlich momentan theoretisch im Nachteil sind. Sie spielen hier gegen den Corki, der den dicksten Power Spike des Spiels hat. Und konnten ihm hier, auch wenn er ziemlich viel Schaden gemacht hat, hier ziemlich unter Druck setzen. Botlane wird jetzt gepusht zu dritt. Das kann Emperor auf keinen Fall verteidigen. Tower hat auch relativ wenig Leben. Ist der zweite Turm für H2K und damit jetzt wieder im Vorteil. Frage ist, sichern sie sich gleich den Drachen? Wäre auf jeden Fall möglich. Kikis hat aber TP und Odoamne nicht. Jetzt ist der TP-Vorteil nämlich gegeben. Ja, aber noch nicht die Ult. Und einen Malphite, der TP und keine Ult hat. Ja, das ist quasi einfach nur ein Vladimir-TP. Interessiert da wenige. Steht aber 2-1 im Gebäude. Zerstörung, HK, also vom globalen Gold her, mit einem soliden Wert vorn. Dass man da gleich 9-10 Minuten noch keinen Drache genommen hat, ist echt sehr verzögert. Also ich habe das Gefühl, wenn wir die ganze Zeit Lane swappen und Turrets schneller fallen, fallen auch die Drachen mit. Aber bei einer normalen Lane wirkt es halt sehr, sehr, sehr verhalten alles. Ja. Jetzt kann man noch den Herod abholen. Sollte ich aber beeilen. Er ist noch alleine. Die Frage ist, ob Trick da jetzt Zeit investiert. Sie entscheiden sich dafür, die Drachenkontrolle so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Ich habe gerade den Ward geklärt. Der Blue Buff, beziehungsweise das Blue Trinket, aber was gerade gepinkt wird, bleibt noch bestehen. Da traut sich Trick nicht ran. Ist ärgerlich, weil dadurch kann H2K jetzt den Pink Ward klären. Also, Vision-Kontrolle ist jetzt eigentlich gerade auf der Seite von H2K definitiv. Sie sind hier in der Lage, theoretisch den Drachen anzufangen. Sind noch gegroupt gerade. Das größte Problem ist einfach, dass Odoamne kein TP hat und Kikis schon. Da muss man jetzt ein bisschen drumrum arbeiten. Und Kikis läuft vor allem sogar zur Lane.
zur Midlane. Also er braucht das TP nicht mal. Oder haben wir weiterhin auf der Toplane am Split pushen. Die Gebäude sollten sie bekommen. Da haben sie ein gutes Zoning-Tool mit Malphite an. Gebäude, sag ich schon, die Objekte. Das ist aber eigentlich keine gute Situation für H2K, weil sie sind im Teleport-Nachteil. Kikis kann jetzt einfach den Dragon zusammen mit seinem Team machen und dann Toplane-TPen. Das heißt, effektiv bekommt H2K hier gerade gar nichts. Außer natürlich, sie können ihn stealen. Aber Mitte wird auch schon bedroht. Also, sie bedrohen zwei Turrets gleichzeitig. Und wie gesagt, wenn Kikis nicht portet, was er aktuell nicht tut, ja, dann ist es egal. Wenn sie jetzt zwei Türme dafür bekommen... Er hätte jetzt porten müssen. Er hätte jetzt vorher porten müssen. Das wäre auch kein Problem gewesen. Lee Sin war zwar da, aber wie gesagt, diesen Malphite kannst du mit zwei AD-Champions nicht mehr diven. Man hat jetzt die Tower für Dragon getradet. Das ist auf jeden Fall verkraftbar. Sogar gut für H2K. Hat im mittleren Turm, denke ich, auch noch den einen oder anderen Schadenspunkt ansetzen können. Also... Ja, da war Kikis natürlich jetzt wieder wahrscheinlich in dem Moment schon in der Zukunft und dachte sich, wenn er jetzt TP, dann hat Oduamne bald den DP-Vorteil. Ja, du kannst aber die ganze Zeit pokern dabei, weil man benutzt es nicht einmal im Spiel. Das stimmt nämlich. Und dann ist es auch das ein Nachteil. Stimmt. Und ein Team... Also du musst überlegen, okay, wann brauche ich das TP? Wann muss ich da in irgendeiner Form helfen? Klar, gibt es spontane Aktionen, aber er kann einfach sagen, gut, wir haben ja schon zu den Drachen zu 150% und das DP ist ja unter anderem für solche Drachen ja, er da. Hätte, er hätte schon 5 bis 10 Sekunden, bevor der Drache gefallen ist, teleportieren können. Ja, definitiv. Einfach nur hoch, der Drache wird ohnehin gemacht und bis zum nächsten Drake hast du das DP ja wieder. Die Timer sind ja genau fast genau angepasst mit 5 Minuten und 6 Minuten Drake. So, das ist halt... Absolut. Das ist halt sehr easy mitgedacht, aber jetzt... Jetzt ist halt die Sache so. H2K muss vorsichtig sein, weil sie müssen warten, bis Oduamne mitspielen kann. Und mit dem TP jetzt hier Perks ein bisschen bedroht. Da sehen wir es. Kann man da noch helfen? Zack, da ist der Stein! Kann da sein Ding machen. Natürlich der Hexdringer sehr nützlich. Kein Q. Oh, Mann, da. Trifft oh, nicht! Der trifft den Vasallen, wie bitter! Kikis muss da noch dazukommen. Hybrid kommt auf die andere Seite. Immer noch. Zack, immer noch. Werden. Hybrid jetzt mit dem Schild. Sehr, sehr low. Emperor von der anderen Seite. Eine gute Position als AD Carry. Bemüht sich der Kikis. Der ist da tanky wie Sau. Stellst davor noch eine Auto-Tank. Und das war's. Der Stein kriegt den nächsten Kill. Jagt da. Oh lol, die Scherbe hat null Damage gemacht. Da hat auf jeden Fall keine Punkte reingesteckt. Aber gut. Und da sieht man den Unterschied. Wenn man TP hat oder nicht. Ja. Dementsprechend war es jetzt doch hilfreich, dass er das TP da nicht auf der Toplane verwendet hat, hat dadurch jetzt einen 2:1 Trade für sein Team erlaubt, sich selbst noch einen Kill mitgeholt und man bekommt jetzt den Tower auf der Botlane, hat sich also im Endeffekt alles ausgezahlt. Und Ramner hat da ein bisschen darauf gehofft, Perks im 1 gegen 1 zu besiegen, hat sich hier ein Stück weit unterschätzt, ist glaube ich auch, ne, er hat sogar gewartet, aber... Ja, die Ult, allein die Ult hat ein Drittel abgezogen, eiskalt und Vasall natürlich, die war super... Hat hier auch nicht gepanickt. Er hätte jetzt schon flashen können. Ach nee, vielleicht sogar noch auf Cooldown. Das war vielleicht sogar das Beste. Aber gut, man muss sagen, hätte die Wander-Ult getroffen, dann wäre das Ganze ein Stück weit entschärft worden. Und Wander hat hier extrem lange überlebt. Der wäre sowieso gestorben. Aber jetzt hier hätte Jankos das so überlebt, wäre Wanders Ult nicht in den Kosmos gegangen. Kikis hat die zwar auch ein Stück weit gut gedodged, aber... Ja, Malphite hat halt so eine Hitbox und da sieht man auch schon der Schaden, den der Wehm hat. Ich weiß gar nicht, ob er zu dem Punkt schon Iceborne Gauntlet hatte. Wenn ja, dann... War das auf jeden Fall mitunter der Grund, warum der Trade so gut ausgegangen ist. Also G2 kann man hier auf jeden Fall noch nicht abschreiben. Sind nur 900 Gold hinten. Vor allem Malphite ist gerade brutal stark im Spiel. Corki macht zwar viel magischen Schaden, keine Frage. Aber auch er ist so ein Stück weit von der Attack-Speed abhängig. Und gerade mit diesem Item darf der Schaden von einem Malphite natürlich auch nicht unterschätzt werden. Wenn er die Möglichkeit hat, Full Armor zu gehen, dann profitiert sein E davon, weil der macht mehr Damage mit mehr Armor. Und der W gibt ihm nochmal mehr Armor, weswegen der E nochmal mehr Damage macht. Und der W macht auch mehr Damage mit mehr Armor. Der W macht auch mehr Damage. Weil die On-Hit-Effekte, der Schlag, der AOE-Schlag ist halt rüstungsabhängig. Es ist kein übel krasses Scaling. Und das Slowfield von Iceborne geht hoch. Ja. Irgendwann ist es so groß wie der Baron Pit. Wenn man da nicht vorsichtig ist. Mal jemand getestet mit Graves, wo er immer wieder E gemacht hat und Baron geprockt, Dragon gepult hat. Auf dem PB wurde E unendlich gestackt und dann hatte der Iceborne Gold wirklich die halbe Map geslowt. Ja. Das war da wie so eine Wintermap. Es waren auch ganz viele, dass man hier so eine Wintermap macht, aber ich glaube, das ist dann wieder so ein Leistungsding. Gab's eine von einer Community, die sah extrem nice aus und die hat mit der neuen Map? Ja, die hat nicht einen Frame gekostet. War ein bisschen blau, war halt alles eisig, aber sah trotzdem ganz nice aus. Tja, diese Studenten. So kompetent, aber arbeiten nicht bei Red. Der war lang. Der gute Emperor. Immer noch fleißig dabei, hat noch keinen Muramana. Es ist 24. Minute, man sieht, wie dermaßen verzögert ist zu dem Reckless-Spiel. Zuvor, da sind ein paar Unterschiede. Perks, oh, da konnte das Q nicht dodgen und somit am Leben. Das ist der klassische Lee Sin, der im Normal Game reported wird. Eieiei. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ja. Ja.
bin mir sicher, ob da jetzt irgendwie in irgendeiner Form ein Auto-Tech gecancelt wurde oder ob Jengos wirklich gedacht hat, es reicht auf jeden Fall. Nicht gut, so kann man es glaube ich zusammenfassen. Odoama bekommt aber trotzdem den Tower, also immerhin den Kill zusätzlich noch zu bekommen, wäre natürlich optimal gewesen. Oh, das war wirklich der letzte Custom-Minion-Auto-Tech. Ja, kann man auch machen. Perks hat jetzt schon Infinity Edge und Trinity. Sein Schaden ist brutal hoch. Er ist Level 14. Ein Level nur hinter Selfie. Das Spiel hat sich massiv beruhigt nach dem anfänglichen Massaker, was H2K hier veranstaltet hat. Konnte Selfie seinen Vorteil nicht weiter ausbauen. Er hat keinen weiteren Turm bekommen. Der Farmunterschied ist weiterhin bei 30. Itemtechnisch hat er sich für Essence Weaver entschieden, um ein bisschen mehr Poke zu haben. Und einfach konstant oder unendlich Mana. Ist einfach so, sobald du Essence Weaver hast, musst du dir eigentlich um Mana-Kosten keine Gedanken mehr machen. Ja. So. Der Baron, der wird jetzt ein Stück weit vorbereitet. Wird jetzt aber hier sofort mitbekommen von H2K. Kann aber noch so ausgesehen haben, als ob G2 nur clearen will. Also, Blue Trinket jetzt auf Cooldown und die Paranoia darf beginnen. Kikis, der kann halt den Baron für ungefähr 60 Jahre tanken. Pings kommen raus, man will hier den Baron gegen den Mitte-T2-Turm trainen, wie es aussieht. 5000 Leben noch, jetzt kommt Selfie noch dazu. Die flankiert. Oh, Malphite, wo ist der denn? Das war nicht schlecht, der könnte jetzt wieder dazukommen, muss schon bei einem TP, er nutzt das TP. Emperor ist down. Emperor Superlow, Double Kill und insgesamt für Selfie, das war ein absoluter Gurkencall. Mach doch den Baron. Hat sich nicht gelohnt, zack, Ultimate ist da, kann ihn forgiven, fast alleine besiegen. Ja, das ist einfach Malphite. Der Solo-Kill Malphite schlägt dazu, Trick kann sich noch hoch rein, Kikis wird aber fallen, Shutdown und insgesamt. Baron aber resettet, also Malphite da gerade nochmal ein Stück weit gecarried, nachdem er von der Poppy Ult getroffen wurde. Vergeben da überhaupt keine Chance. Trick wird aber auch noch abgeholt werden. Ja, im Endeffekt war es ein guter Trade für H2K, kein guter Baron-Call seitens Tichu, beziehungsweise sehr schön geantwortet. Aber ja, das hätte um einiges schlimmer noch ausgehen können. Sie haben den ja gemacht, zwar mit ein bisschen Vision-Vorbereitung, okay, aber ohne ein Play. Ja. Du willst ja normalerweise irgendjemanden abholen und das dann in irgendeiner Form forcieren, ja. Aber Selfie, guckt euch den Schaden an, guckt euch die Kills an. Ja. Also sie haben, wie gesagt, verhindern können, dass der Baron an die H2K-Seite geht, aber das ist eine interessante Kamera. Yay! Naja, ärgerlich. Schon wieder ein Baron-Call, der komplett in die Hose gegangen ist. Ich muss nur sagen, die Poppy-Ult hat das Ganze rumgedreht. Auf jeden Fall. Aber da sehen wir es nochmal. Der Baron hatte noch relativ viel Leben, muss man sagen. So 4000, 3, 5. Er wird halt wirklich weit weggenockt. Er hätte hier vielleicht einfach die Poppy-Ult dodgen sollen. Perks hat auch hier, er TP'd jetzt rein und hätte Perks helfen können mit seiner eigenen Ult. Er hätte einfach Odoam, ne, und Selfie weggebolzt, als sie gerade Perks bedroht haben. Aber dann hätte Forgiven überlebt. Ja, aber Perks hätte die mit einem fast zerstört. Stimmt auch wieder. Also Kikis hat ja sowieso den AD Carry mit einmal raus. Dann muss man schauen, du ein Selfie und dann Odoam, ne, die halten beide gar nichts aus. Wahrscheinlich sogar weniger als Forgiven. Ja gut, Odoam hat immer noch sein Maw of My Mortius, das macht ein Stück weit tankier. Ja, aber das war ein Gurken-TP. Absolut. Das stimmt. Absolut die Übersicht verloren. Das Problem ist an Gangplank, er stirbt halt super schnell. Man hat es jetzt gesehen. Wenn zwei AD Carries sich auf dich stürzen, einer davon Korkia ist, ist es halt wirklich schon also vorbei. Also wer one-shottet wen erst? Zuerst ist da die Frage. Und Selfie hat jetzt seine Firecan fertig. Die Antwort wird auf jeden Fall Korki sein, wie man auch gerade gesehen hat. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, der Baron konnte verteidigt werden, allerdings nicht der mittlere T2-Turm und auch vier der eigenen Mitglieder nicht. Damit H2K wieder 3000 Gold vorn und Selfie wirklich mit seinen 5 Kills inzwischen ein absolutes Monster. Wir sehen hier den Goldgrafen. Das hat sich wirklich eine Zeit lang so um die 22. Minute extremst beruhigt für G2, nachdem sie da dieses gute Play am Dragon, also nach dem Dragon gemacht hatten. Aber inzwischen H2K wieder am Drücker. Wir haben inzwischen auch die Firecannon fertig für Odoamne. Forgiven mit dem 70%, mit dem 80% Crit-Build. Mit dem Phantom Dancer. Gefällt mir extrem gut. Ich denke, der Punkt ist irgendwann, dass selbst Armor Pen gegen Malphite nicht mehr so viel bringt. Also sagt er jetzt hier einfach, Malphite, I don't care. Ich versuche einfach alle anderen zuerst zu töten. Ja. Das, den Phantom Dancer finde ich eine sehr gute Variante von Forgiven. Weil er hat wirklich viele Schadensquellen gegen sich. Und das 1 gegen 1 gegen Emperor wird für ihn einfach ein Witz. Wird ihn einmal kurz auto-attacken, 12% weniger Schaden und er selbst ist ein Crit-Champion. Wobei natürlich das Iceborne Gauntlet auch ziemlich hilfreich für Emperor ist. Ich denke, ja, wenn Emperor, es ist immer so klassisch mit Ezreal, kannst du sie sogar ziemlich gut 1v1s machen, wenn du im Busch wartest mit der Ult Q engagen kannst. Hoppala! In das wäre super bitter, aber das Fass, das war ekelhaft. Das hat jetzt wahrscheinlich die Möglichkeit eröffnet, überhaupt hier den Turret zu machen. Wenn dort, na, der arme Kikis, der wird 100% wieder wegfliegen. Zack, da ist er.
Als Malphite hast du da keinen Spaß. Aber oh, du haben da währenddessen auf der Top-Lane hat der sich den gekriegt. T2 Turret holen können. Man tradet hier also Turm für Turm. Der ist ja noch da. Ach, der ist sogar noch da. Wow. Dann ist das irritierend, dass G2 da nicht weiter gechased hat. Wo geben wir in der Base? Selfie hatte kaum Leben. Aber keiner ist da zum Tanken. Bitter. Ja, die Minions wurden da geklärt. Ärgerlich. Poppy, ja mit Poppy, der Poppy schmeißt dann alles mit, weg, ja. So. Das ist der Vorteil. Du kannst mit Poppy Ulduin, wenn man pusht, hinein und die Minions, die fliegen natürlich auch einen Kilometer. Schön gemacht. Wieder von H2K. Nutzen hier wirklich jede Situation maximal aus. Sichern sich jetzt die Baron Vision. Noch keine Malphite Ult. Heißt natürlich, dass man jetzt wesentlich, wesentlich aggressiver spielen kann seitens H2K. Und dementsprechend einfach den Baron anfangen. Die Malphite Ult, die wird nicht da sein, bis der Baron fällt. Ja, und das gefällt. Oh, der Speer. Das war wichtig. Selvi nur noch halber AP. Der muss jetzt vorsichtiger sein. Hört oh Gott, nein! Fässern. Super bitter, der Stil von Emperor, wunderbar, kommt jetzt auch mit dem Bluebild ganz gut rein, Jankos, extrem dabei hier, die Leute da sind ist die Einmann Malphite Ultimate, auf Wender, auf den Support, hat sich nicht gelohnt, aber Odo Amne ist super low, wird hier einfach vom Stein vernichtet werden, einfach von Ezreal gekillstealt worden, Forgiven versucht jetzt hier die Powerplays, Baum stellt sich davor, so gut gemacht, Jankos, der will hier noch die Plays auspacken. Das könnte jetzt hier gerade das Spiel gewesen sein, man hat den AD Carry zwar nicht mehr zur Verfügung, aber 40 Sekunden Zeit ist die Frage. Man hat den Baron Buff. Ah, das wird extrem knapp. Ich glaube, sie wollen hier nur den Inhibitor holen. Dadurch, dass Ezreal tot ist, kann man das Game hier wahrscheinlich seitens H2K noch halten, aber Baron take it and Baron give it away. Holy moly. Der Baron, da sieht man 6000 Gold Powerplay inzwischen für H2K und sie gehen für den Finish. Sie haben noch 15 Sekunden. Das könnte durchaus reichen. 12 Sekunden. Sie haben Kikis zum Face Tank. Das reicht. Das reicht auf jeden Fall. Oh mein Gott. Wobei Wanda. Oh, Wanda. Putz. Er trifft irgendwas. Ja, er trifft und sie ziehen sich zurück. Sie ziehen sich zurück. Also hier nochmal das Schlimmste. Nee, abgewiesen. Das Schlimmste ist eigentlich passiert. Na gut, das Schlimmste wäre der Nexus-Feld. Aber 6500 Gold Baron Powerplay. Und das ist ja noch nicht mal vorbei. Also hier sehen wir es nochmal. Wie viel AP hat der Baron gehabt? Wir sehen es nicht mal. Ja, er hat den Q gemacht. Das war einfach ein stumpfes Q. Aber Jankos hat sein. Normalerweise machst du mit Lee Sin Q. Und dann Smite, gleichzeitig Time. Er hat den Q gemacht, aber nicht gesmited. Nope. Kiki hat diesmal die Ultimate zwar auf Wender benutzt, aber man muss dazu sagen, er hat Perks verteidigt damit. Ja. Er hat hier nur für hier muss man gestellt. Sagen, Forgiven mit einem interessanten Flash. Er hat zur Seite geflasht, um Trick zu töten. Er wollte den Speer auch nicht. Aber da kam das. Er hätte nach hinten flashen können, dann wäre nicht safe gewesen. Dann kam die Gank. Das ist irrelevant. War eine gute Idee. Trick hat übertrieben knapp überlebt. Aber so, H2K... 2000, 3000 Gold nun hinten. Extrem, extrem wichtiges Play für G2. Kick ist inzwischen 5 Kills, hat seinen Dornenpanzer jetzt ready. Und weder bei Forgiven noch bei Oduamne ist ein Last Whisper in Sicht. Forgiven wird sich jetzt selber totkrippen. Er hat nicht mal Lifesteal, ja. Das wird nicht schön werden. Hoppala, Braum fängt da das Ganze ohne Probleme ab. Nein! Oh, der lebt immer noch! Nein! Jetzt gefallen, Trick ebenfalls ein bisschen zu bombardiert, oder Amne? Der lebt! Oh Gott, das Q abgefangen, ärgerlich! Safety down! Der Felsen des Todes, nimmt dir die Leute auseinander, Forgiven viel zu tief drinne. Dieses Slowfield einfach nur, keine Chance. Also, oder Amne echt gut durchgehalten, keine Frage, aber so du kriegst den Stein Ding. Nicht mehr tot gegen Triple AD. Da ist was, warum geht er rein? OP, Vendor, der will einfach sterben. Will hier Kikis einen weiteren Kill abgeben. 8-1. Guck dich mal den interessanten Schaden von Oduamne an. Warum geht der denn da rein? Ja, Oduamne will auch sterben. Er hat noch Ults. What the... What? What the Q. Tot. Why? Sie haben noch den Baron Buff. Sie haben noch... Geh doch in die Mitte. Geht doch einfach in die Mitte. Das sind Minions, Jungs. Sie haben 20 Sekunden. Finish das Game doch. Nein, die Tanks machen das ganz ruhig. Warum? Weil es Spaß macht. Was? 9-1 gegen den Triple AD kommt. So, da sieht man es jetzt nochmal. Ein schöner Engage von Jankos auf Perks. Der hat extrem viel Schaden bekommen. Hier aber lange überlebt. Wender schon rausgenommen. Oduamne wird von Emperor vernichtet. Kann dann ganz gut traden. Aber Emperor überlebt hier extrem lange. Kann auch 2-3 Qs machen. Oduamne überlebt das auch knapp. Aber Forgiven. Forgiven geht wieder so aggressiv rein. Oh, wo der steht. Er hat Emperor er geholt. Erst er hat Emperor geholt. Aber ja. Er wäre safe, wenn er einfach nicht reingegangen wäre. Und jetzt macht man das Replay weg. Hier wollen die versuchen zu finishen oder nicht. Die haben nicht gefinisht. Da waren Minions in der Mitte. Das waren Ace. Die hatten 20 Sekunden. Ist egal, ob es ein Malphite und ein Braum ist oder ein Ezreal. Ja, stimmt. Die Super Minions getragen. So. Das hätte 10-mal gereicht. Aber wir haben jetzt nur das Abyssal für Kikis fertig. Full-Item-Build auf einem Malphite gegen Triple AD, die keinen Lifesteal haben, wohlgemerkt. Das ist der einzige Lifesteal, den hat quasi Odo Amne mit dem Morph und Motus, wenn der Schild ploppt. Natürlich auch ein Szenario, was du am meisten nicht haben willst. Aber zieh das jetzt durch.
Rudamne, da fliegt er durch die Gegend. Die Qualität geht da gleich runter, weil die Qualität nämlich auch ein AD-Carry ist anscheinend. Gegen den Malphite, ja. Das ist natürlich nicht so schön. Oder es ist einfach nur hängen geblieben. Jetzt geht's wieder. Naja, also von den Kills her sieht es ausgeglichen aus. Selbst das Gold ist ausgeglichen, aber die Komposition bricht hier H2K gerade das Genick. Sie können die Leute einzeln erwischen, aber wenn Perks gegen Triple AD so lange durchhält als GP, dann ist es vorbei. Weil das da, das macht dich einfach komplett fertig. Und allein schon die Braum-Items, wenn ich das sehe, da kriegst du halt eine Meise. Randuins ist natürlich sinnvoll gegen das Team. Double Crit, beziehungsweise Triple Crit. Und wir haben ja auch die Fire kennen. Also H2K, nun inzwischen 6000 Gold hinten. Das wird jetzt wirklich eine Aufgabe. Braum ist jetzt der Full-Tank hier neben Malphite. Malphite hat sich noch einen Höllenzepter. Gut, das heißt, sein Kombo macht mehr Damage, sein Dornpanzer auch. Höllenfeuer, würde ich sagen. Und Forgiven geht immer noch nicht. Ebenfalls. Forgiven geht auf Blade. Ja, der muss sich ein bisschen hochheilen auch. Aber inzwischen hat hier bis auf Emperor... Nee, jeder hier, sogar Perks hat sich ein Deadman's Blade Gold. Jeder von G2 hat über 100 Rüstung, weit über 100 Rüstung. Und er geht nicht auf Last Whisper. Ja. Aber gut, Perks, Forgiven war noch nie ein Fan von Last Whisper. Wird auf jeden Fall nicht das Spiel entscheiden, oh, wann er Kikis, ist. Mach's gut! Nein, wird's nicht. Ah, diesmal nicht. Cooldown natürlich jetzt gesenkt worden, massiv dadurch. Kikis Face tankt aber solange er kann. Die Fässer sind natürlich jetzt der Wave Clear des Todes. Kann damit wunderbar arbeiten. Versucht natürlich Druck aufzubauen. Dass die Mitte, dass die pushende Lane ist, ist für G2 nicht so angenehm. Bot-Lane pusht für H2K. Also sie genießen eigentlich diesen Moment, wenn man das überhaupt genießen nennen kann. Weil sie halten aktuell sehr gut durch. Jetzt hier immer wieder sichere Auto-Attacks. Sie bemühen sich, wollen sich aber nicht zu sehr veralbern lassen. Der mittlere Inhibitor ist respawned. Den könnte man jetzt hier eventuell auch holen. Der Baron ist abgelaufen. Also die Minions können jetzt von Corki und Caitlyn wieder geklärt werden. Und G2 müsste theoretisch diven. Können sie aber mit dem Armor-Wert von Kikis auch. Das Problem ist natürlich nur, Kikis darf sich nicht vom Turm entfernen und dann irgendjemand anderen tanken lassen. Und die Caitlyn-Traps, die kennen wir natürlich schon aus NA von Double Lift. Und der Poke ist immer noch existent. Die kommen da einfach... Das sind da so viele Fallen von beiden Seiten. Niederlee-Falle auf der einen Seite, Caitlyn-Traps auf dem Rest der Lane. Also ich glaube, Kikis hätte reinlaufen können und hätte Forgiven 300 Schaden gemacht mit dem Dornpanzer. Ich glaube auch. Ich glaube, Kikis hätte mit dem Auslösen der Falle Forgiven einfach outtraded. Hätte Forgiven gepokt, ja. Wenn er out-attacked. Aber hat er hier nicht in Erwägung gezogen. Aua. Na, der hat vor allen Dingen nur 3 offensive Items, aber braucht er nicht mehr. Gangplank holt sich jetzt quasi auch seinen eigenen Schulterpanzer. Denn das ist eigentlich eine coole Variante, dass sie ihm nochmal Laufgeschwindigkeit gibt. Die Rüstungswerte hast du ja schon erwähnt. Er war bei 127, was ein total guter Wert ist. So, kann man definitiv nehmen. Jetzt der Baron wieder da und G2. Sie können ja immer noch verlieren. Sie können ja am Baron das Spiel noch ganz schnell wegwerfen. Aber alleine Kikis können sie jetzt 3 Mann aufhalten. Und ich meine mit aufhalten töten. Das ist natürlich, ja, ein sehr, sehr unschöner Moment. Baron schon die Hälfte der AP verloren. Hybrid ist der, der sich da vorstellt. Das Bombardement geht los! Odo Amne, die Hälfte des Lebens bereits verloren. Trick kommt jetzt von oben dazu. Kiki ist wieder mitten drinne. Bemüht sich hier. Hybrid hält 2 AD Carries weg. Das darf auch nicht passieren. Odo Amne, der ist tot. Emperor, der ist einfach nur super nervig. Kann da locker hinterher. Und wenn, das ist ja das Krasse, ne? Braum hat 2 AD Carries weggehalten. Das geht da, das ist nicht gut. So. Forgiven hat hier gerade keinen Einfluss aufgrund des fehlenden Lasts. Oder ich selbst Last Whisper bei dir, glaube ich, nicht so den Unterschied gemacht. G2 hat einfach zu viel Rüstung, holen sich jetzt hier den mittleren Inhibitor. Sie haben jetzt die Wahl, sie können spannen. Kikis kann es unendlich lang tanken. Selfie, der ist ziemlich weit vorne. Der Face Tank ist immer noch dabei, den Laser Ding. Wobei er jetzt ziemlich viel kassiert, aber sie können es nicht mal bestrafen. In irgendeiner Form. Oh Gott, Forgiven! Muss da vorsichtig sein, jetzt packen wir hier die Schilde noch raus, aber der Turm wird hier fallen, wenn da mit den drinnen wird hier komplett deleted, Forgiven ebenfalls da und hat sich selbst totgekrittet und G2 holt das Spiel und damit auch den Gleichstand zu H2K in der Tabelle. Ja, extremst gut gemacht von H2K hier. Von G2 natürlich. Extrem gut gemacht von H2K. Von H2K, aber H2K extrem gut, keine Last Whisper gebaut. Nein, aber... Das zeigt sich dann einfach, wenn natürlich der Malphite auch noch ausgerechnet gegen eine Triple AD-Comp gefeedet wird. Und wie gesagt, auch wenn Corki viel magischen Schaden macht, dann macht Malphite trotzdem noch ihm extrem Ärger. Durch den Attack-Speed-Slow und so weiter. Und das war einfach schön gespielt natürlich von G2. Einige kleine Fehler waren dabei, muss man sagen. Manche Teleports hätten vielleicht kommen sollen. Einige Baron-Calls insgesamt. Einige Baron-Calls von beiden Teams waren extremst risky. Das hätte
auch nach hinten losgehen können wie G2. Sie haben auch einen Baron gecallt, der nach hinten losgegangen ist. Dass man jetzt hier den Smite-Stil erreicht hat, war... Ah, das ist immer so eine Frage. Inwiefern ist ein Smite-Stil Luck, inwiefern ist es Skill? Ich glaube, mit dem Ezreal Q und Baron zu stehen gegen den Lee Sin hat immer ein bisschen viel mit Glück zu tun. Und der Baron-Stil hat ihn aber extremst viel ermöglicht, muss man sagen. Ja. Aber du gehst keine 50-50 Baron-Call sein, das machst du nicht. Das hat ja, G2 heute ich gemacht. Muss sagen, wenn du hinliegst, machst du es auf jeden Fall. HK war 3000 Gold hin. Die, hatten das, Spiel, das daran, die ja. hatten das Spiel noch absolut in der Hand. Das ist genau diese Combo war. Also natürlich, jetzt der Chat lässt natürlich auch jetzt drauf aus, wie kann man Malphite quasi übrig lassen gegen Triple AD. Aber muss man sagen, es hätte auch gar nicht... Malphite hätte komplett useless sein können. Wobei ich sagen muss, nichts ist nutzloser als eine Quinn. Und mal gucken, wie sie hier das Ganze regeln können. Ich finde, sie hatten Perks ziemlich lange gut unter Druck gesetzt. Das hat auf jeden Fall geklappt. Der hatte nicht so viel Spaß an dem Spiel gehabt. Später natürlich mit den drei Items war es super an den Resistenzwerten und der dezenten Frontline. Aber es ist 300 Armor Braum und 600 Armor Malphite so. Aber es zeigt sich erneut, wenn du mit Quinn teamfighten willst, dann pickst du keine Quinn. Ja. Quinn ist im Teamfight einfach nicht gut aufgehoben. Gerade nicht gegen einen Malphite, der natürlich immer teamfighten möchte. Der verliert selbst gegen Emperor, weil Emperor Armor hat. Ja. Das ist, er hat mehrmals das 1 gegen 1 gesucht. So, und das hat brutal nach hinten los. Ich glaube, Quinn ist für mich so der neue Ezreal. So ein bisschen. Gegen Ezreal gewinnt Quinn. Ezreal gewinnt gegen Quinn. Gut. Wir machen eine kurze Pause. 3 Minuten würde gehen. Ihr tobt euch auf Twitter aus. Hashtag Ezreal gerne. Danach gibt es eine wundervolle Analyse dieses Spiels. Bis gleich.